eine Frauenperücke. Das überrascht mich jetzt bei dir mal gar nicht. Ja, na und? Ich will mich jetzt auch bewerben gehen. Und als Frauen habe ich jetzt viel bessere Chancen. Wie kommst du denn bitte darauf? Weil guckst du kein Fernsehen? Da sagen die doch jetzt immer alle, dass sie die Frauenquote etablieren wollen. Die wollen jetzt mehr Frauen einstellen bei den Spitzenpositionen, weißt du? Und da sind ja nur Männer. Und ich finde das ungerecht. Aber meinst du, bei dir fällt das denen nicht auf? Außerdem sollte es doch darum gehen, ob die Person die Qualifikation hat. Und nur weil es eine Quote jetzt ist, heißt es nicht, dass die Positionen dann auch mit Frauen besetzt werden, die den Job gut machen. Das muss aber das Hauptkriterium bleiben. Na, willst du damit sagen, dass Frauen etwa nicht gleich gut sind wie die Männer? Mensch, bei den Unis, ja, da bestehen 50-50, einmal Frauen und einmal Männer. Ja, das ist immer die gleiche Zahl. Manchmal sind sogar auch mehr Frauen, die die Prüfung bestehen und so. Ja, und außerdem finde ich es auch doof, dass in den Spitzenpositionen meistens nur Männer sind. Die stellen sowieso nur Männer ein, das ist voll kacke. Es sollte doch aber dem Unternehmen weiter frei überlassen sein, wen sie einstellen und dass diese Person auch die richtige Wahl für den Job ist. Durch so eine Quote ergibt sich ein Zwang. Ist nicht gut. Mensch, das ist ja nur für kurze Zeit. Wenn da wieder Gleichgewicht herrscht in den Spitzenpositionen, naja, dann ist ja auch mal wieder Schluss denn. Ja, aber was hast du denn eigentlich gegen Männer in Spitzenpositionen? Läuft doch alles supi. Na, guck sie dir doch mal an. Die sind alle dick, essen Bockwurst, trinken Bier. Die Frauen, naja, die sind nämlich so eine Machos, weißt du? Männer sind immer Machos. Wenn sie pupsen dürften in den Spitzenpositionen, würden sie wahrscheinlich auch machen. Aber wie ernst werden denn bitte die Frauen genommen, wenn man sie nur wegen einer Quote einstellt? Nee, ist doch nicht nur deswegen. Die Frauen können genauso viel wie die Männer. Man sollte einfach mal Gerechtigkeit etablieren. Ja, ich bin ja auch für Gerechtigkeit, aber nicht so, weißt du? Judy, ist mir jetzt zu blöd. Ich gehe jetzt zum Bewerbungsgespräch. Wirst schon sehen, ich verdiene bald mehr Geld wie du. Dann wünsche ich dir mal viel Glück. Ja, werde ich auch haben. So, guten Tag. Ihr Name ist also Keksia Quotalis. Ja, die bin ich. Und Sie sind tatsächlich eine Frau? Ja, na klar. Ich bin eine sehr hübsche Frau. Bin ich jetzt eingestellt? Moment mal. Also, ich kenne Sie doch aus dem, nee, aus dem Internet. Sein. Also, nee. Moderieren Sie nicht diese eine Sendung? Anne Will? Was? Ich sehe doch nicht aus wie Anne Will. Was will denn bitte? Thank you.